Dann schauen wir jetzt auf die Edelmetalle. Gold erlebt in diesem Jahr eine Berg- und Talfahrt, kämpft jetzt um die Marke von 1200 Dollar. Die Feinunze, was wiegt jetzt schwerer? Die Griechenland-Frage oder die FED? Das wollen wir jetzt klären mit Robert Halver von der Baderbank. Halver, einen schönen guten Morgen nach Frankfurt erstmal. Wenn wir also schauen auf Griechenland erstmal. Griechenland ist klar, man kommt jetzt aber so ein bisschen entgegen. So sieht es zumindest aus mit den Gläubigern, kommt man hier entgegen. Ist jetzt dieser Brexit, über den man immer spricht, ist das ein Treiber für Gold, weil man immer sagt, bei unsicheren Zeiten kauft man Gold? Oder liegt das mit dieser Euro-Schwäche dadurch auch eher als, ja, als Kontraindikator? Ja, guten Morgen. Man muss ganz klar sagen, wir haben ja eine Welt mit Krisen. Ukraine, Russland, aber auch Griechenland zum Beispiel. Und wir können uns drehen, wenn wir wollen. Die Griechen haben eine Eurozone nichts zu suchen. Es tut mir leid für die Bevölkerung, aber die haben ja die Chance verdient, dass sie eben außerhalb der Eurozone wieder frischen Luft unter die Flügel bekommen. Aber normalerweise müsste natürlich dieses Thema, wenn man sie rauslässt, durchaus für Gold sprechen. Denn wir wissen ja nicht, wie die Märkte unmittelbar reagieren. Es wird ja mindestens Irritationen geben, wenn die Griechen rausgehen sollten. Aber diesen Schritt muss die Politik wagen, aber Gold scheint darauf nicht zu reagieren. Auch auf die anderen Punkte scheint es nicht besonders zu reagieren. Zum Beispiel die Tatsache, dass die Welt ja völlig überschuldet ist, dass wir ja alleine in den G7-Ländern Verschuldungsgrade haben und eben insgesamt Schulden haben von an die 70 Billionen. Das ist ja Wahnsinn, was wir hier haben. Aber Gold scheint es nicht zu interessieren. Und das andere Thema ist auch, wir haben ja keine alternative Anlageform. Wir können ja nicht sagen, Gold ist aus dem Grund schwach, weil es eben hohe Renditen gibt. Im Gegenteil, wir haben ja überhaupt keine Renditen mehr, Zinsen mehr, wo man sagen könnte, lieber ein bisschen mehr Staatspapiere, anstatt Gold zu haben, dass er keine Rendite abwirft. Und natürlich, früher war es immer so, dass man gesagt hat, Gold braucht man nicht, weil Gold keine Jungen bekommt. Man kann ja zwei Goldbarren nebeneinander legen, ja, in einem gemütlichen Zimmer, das Licht dimmen, Kuschelrock, die CD auflegen und da kann man warten, wie man will. Sie werden sich nicht vermehrt haben, aber diesen Nachteil von Gold, den haben wir ja heute nicht mehr, weil die alternative Klasse ja keine Zinsen hat, aber dennoch, Gold weigert sich, durch die Decke zu gehen. Und das andere Thema ist ja auch noch die FED. Leitzinsentscheidungen. Auch da hat man ja in letzter Zeit immer wieder darauf geachtet, wie reagiert natürlich der Aktienmarkt, wie reagiert Euro-Dollar, wie reagiert Gold. Inwieweit wird jetzt das FED-Meeting diese Woche wie sich auf den Goldpreis auswirken? Gut, die FED wird diese Woche, wie ich finde, sagen, dass wir im Juli nichts zu befürchten haben, zumindest durch die Blume. Das heißt, die Zinserhöhung wird sich dann Richtung September verschieben, also Richtung Ende des Jahres. Normalerweise müsste das ein Grund dafür sein, zu sagen, jetzt sollte Gold etwas stärker ansteigen, weil ja dann die Zinsen unten bleiben. Und was die Währungskomponente angeht, das heißt, der Dollar ist dann eher etwas schwächer, der Eurokurs wäre dann etwas stärker. Das würde dann gegen den Dollarpreis sprechen. Beide Effekte würden sich also ein bisschen kompensieren. Grundsätzlich denke ich aber, werden wir nicht großartige Bewegungen beim Gold sehen. Die Marke von 1200 bleibt sicherlich eine sehr interessante, aber eben auch eine sehr langweilige. Jetzt haben wir gehört, auf die Krise reagiert Gold nicht. Dann haben wir noch gehört, auch beim Thema Zinsen ist auch noch keine große Bewegung derzeit zu sehen. Was spricht denn für Gold derzeit? Also eigentlich alles. Wir haben Krisen, wir haben keine Alternativanlageform, wir haben eine überschuldete Welt, wir haben nach wie vor eine physische Kaufpraxis. Ja, also der Goldhändler meines Vertrauens, ähnlich wie der Metzgermeister meines Vertrauens, der sagt mir andauernd, dass nach wie vor netto Gold gekauft wird. Also alles spricht dafür. Nur das Problem ist, es lässt keiner zu, vor allem die Notenbanken nicht, weil die Notenbanken natürlich sagen, du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Es ist nach wie vor so, dass unsere Geldrettung ja voranschreitet mit Geld und dann können wir keine Nebenkriegsschauplätze haben. Es darf nie sein, dass Gold oder Silber oder andere Edelmetalle, Palladium, Platin durch die Decke gehen würden. Dann, meine Damen, wenn Sie zu Hause dann Ihr Zimmer streichen lassen und der Handwerker sagt, lieber ein paar Silberlinge, ein paar Goldunzen als die Mischung aus Zellstoff und Wasser oder Baumwolle. Das ist keine Währung für mich, dann hat man irgendwann das Problem, dass Gold und Silber die Ersatzwährung sind und dann ist die Geldrettung nicht mehr möglich der Notenbanken. Also was machen die Notenbanken? Sie geben den größten Banken der Welt Geld, um am Derivatenmarkt Gold zu drücken, damit die Anleger denken, naja, Gold ist nicht interessant. Aber längerfristig, und da bin ich ganz sicher, werden wir einen sehr hohen Preis dafür zahlen, für diese schöne, schnöde, wunderschöne, heile Welt von vielen Schulden, die geldpolitisch gedeckt wird. Irgendwann werden wir dankbar sein, das kapitalistischste aller Güter, nämlich Gold, zu besitzen. Denn das verreckt uns definitiv nicht. Und wie oft ist Geld verreckt? Dutzendmal.
wenn ich mein Zimmer streichen lassen möchte, muss ich erstmal die ganzen Goldbarren rauskarren. Das dauert auch erstmal eine ganze Zeit, bis die alle draußen sind. Aber vielleicht finde ich ja einen Chinesen, der Gold kaufen möchte, denn da ist ja die Nachfrage sehr stark zurzeit. Kann dies vielleicht so ein bisschen einen Aufwärtstrend auslösen bald? Die Chinesen kaufen, die Inder kaufen und gerade die Schwellenländer. In den Ländern ist ja der Vermögenseffekt mit Gold sehr groß. Also bei uns fährt man Mercedes, BMW, Porsche oder Audi. Und diesen Demonstrationseffekt in vermögenstechnischen Fragen zu haben, in Schwellenländern hat man Gold. Und in der Tat, die Schwellenländer sind für 70% des Goldkaufs verantwortlich. Sie kaufen auch gerade auch zu den subventionierten Preisen der Notenbanken. Das heißt, sie kaufen weiter auf. Würde man also jetzt sicherlich den Derivatenmarkt mal außen vor lassen, was man nicht kann, aber tun wir mal so. Hätte Gold und Silber ganz andere Größenordnungen, dann würden wir längst durch die Decke gehen. Aber über die Derivate-Schiene wird eben Gold definitiv gedrückt. Noch einmal, es darf nicht sein, was nicht sein. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Gold darf keine Ersatzwährung sein zu Geld. Wenn man jetzt trotzdem sagt, ich möchte jetzt investieren, ich sehe jetzt gerade einen guten Einstiegszeitpunkt für den Goldpreis, soll man dann sich wirklich einen Goldbarren zu Hause im Keller legen oder im Garten vergraben oder was auch immer? Oder soll man wirklich über ein Derivat einsteigen? Zwei Dinge dazu. Also wenn ich längerfristig eine Werterhaltungsfunktion haben möchte, dann kaufe ich Gold und Silber physisch. Ja, da habe ich so im Keller eben mein Fach neben Kartoffeln und neben den Weinen, wo Gold und Silber gelagert wird. Einfach zur Werterhaltungsfunktion, der Motto, das wird mir nicht schlecht. Wenn ich aber spekulieren möchte mit Gold, auf rauf oder runter, da gibt es ja am Markt genügend Instrumente, Zertifikate oder manchmal auch Aktien, wo man das machen kann. Das sind also zwei Dinge, die man voneinander trennen möchte. Also ich mache beides. Die Absicherung, die Werterhaltungsfunktion, die Wertpapier, die Werttransformationsfunktion in die Zukunft, aber genauso das spekulative Element, wo man ja mit Derivatinstrumenten gerne was machen kann. Also beides sollte man trennen, aber auch beides sollte man auch machen. Das heißt, abschließende Frage bitte, mal ein kurzes Fazit. Gold gehört in jedes Depot zurzeit. Definitiv. Mindestens 10%, eher vielleicht 15% vom liquiden Vermögen. Noch einmal, wir werden irgendwann einen Preis dafür zahlen, dass unsere Welt verschuldet ist und von geldpolitischen Gnaden gerettet wird. Sagt Robert Halver von der Baader Bank. Dankeschön für die Einschätzung und einen schönen Tag.